Servus und herzlich willkommen zu einem weiteren Part hier bei Infected. Und ich habe ein bisschen was gemacht, also ich habe ein bisschen vorbereitet, weil es ist sonst enorm viel Sammelei, die wir haben gemeinsam. Und das möchte ich euch nicht antun, dass ich die ganze Zeit nur rumrenne und Hölzer sammel und Steine schmelz und so weiter. Deswegen habe ich da sehr viel schon mal vorweg gemacht. Und vielleicht sieht es der eine oder andere, ich habe eine Ausdauer von 105 aktuell. Liegt daran, dass ich einfach mal nochmal zwei Dosen hergestellt habe, dann von den Melonen. Also immer wenn ich Melonen ernte, dann esse ich zwei Dosen und stelle dann im Grunde gleich wieder zwei neue Dosen her. Und so geht es dann Stück für Stück. Die müssen natürlich jetzt noch ein bisschen wachsen hier. Naja, ist egal. Warten wir mal. Ich habe die Fallen bis hierhin. Also die komplett da hinten rum und bis hierher habe ich verstärkt jetzt mit Eisen. Ich kann die ja verschieben, also insofern ist das ja kein verlorenes Material. Ich muss das ja nicht abbauen und dann geht mir das Zeug flöten, sondern ich kann die ja versetzen. Was natürlich ganz gut ist, deswegen habe ich schon mal angefangen, dass ich die hier verstärkt. Die da fehlen natürlich noch, aber ich brauche natürlich Steine noch en masse. Und die Dinger, die sind halt jetzt halt im Grunde ein kleines bisschen langsamer als ich mit herstellen. Hier kommt doch immer wieder mal auch ein Kupfer raus und nicht nur Stein oder Kohle. Den habe ich nochmal eingeschalten, dass ich hier ein bisschen mehr Material rausbekomme für Zement. Der ist sogar durchgelaufen, das ist cool. Kann ich gleich die nächste Ladung vorbereiten. Durchlaufen lassen kann ich es ja nicht, weil kein Strom da ist. Also besser gesagt kein Licht, aber ich kann es ja schon mal vorbereiten. So, zack. Dann, ja, hatte ich einen schönen, schweren Sturz, als ich gerannt bin, habe ich plötzlich abgehoben. Ich bin quasi so einen Berg runtergerannt und dann war hier ein bisschen eine Senke und ich bin halt weitergerannt und dann, ja, unglückliches Aufkommen, aber ich hatte noch 5 Lebenspunkte, konnte mich also wieder hierher schleppen und zum Glück heilt man ja, wenn man sich hinlegt zum Schlafen. So. Was wollte ich jetzt machen? Und zwar, ich habe jetzt mal hier vorbereitet, schon mal Holz, ganz klar. Ich habe eine Treppe hier nach oben gesetzt, weil ich nämlich hier noch ein wenig was hinplatzieren möchte. Und zwar möchte ich das Ganze nämlich hier verlängern. Bis hierhin. Möchte dann hier im Grunde so einen offenen Bereich machen. Also auch so mit diesen Stützen. Und ich muss mal gucken, inwiefern ich dann weitermachen kann, weil ich nämlich, das wird wahrscheinlich doch wieder ein bisschen größer, als ich vermutet habe. So, jetzt mal raus hier. Ich möchte unbedingt die Windräder möchte ich unbedingt fertig machen. Ich brauche allerdings Aluminiumbarren und Bleibarren. Deswegen war ich schon mal bei diesen zwei Stationen hier und habe das Zeug rausgeholt, habe auch gleich wieder nachgefüllt, dass das weitergeht. Habe jetzt halt hier auch schon mal eine Ladung vorbereitet für einen weiteren Schmelzteil und ich möchte mal hier hinlaufen, auch wenn das wirklich weit ist, muss ich sagen, aber ich brauche eben noch anderes Material. Ich habe hier, glaube ich, das Kobalt, ich habe hier Aluminium, sprich, ich bräuchte nochmal Blei. Ja, und ich weiß natürlich nicht, was es hier gibt, von daher würde ich da jetzt mal hinrennen mit euch gemeinsam. Deswegen schnappe ich mir jetzt mal den Wagen. Sekunde. Ich würde nur gerne einmal ganz kurz speichern, weil... Habe ich jetzt gespeichert? Doch, der hat gespeichert. Weil, wenn ich jetzt da hinrenne und es sollte nicht sein, dass ich hier Blei habe, dann werde ich mich neu einladen. Ich habe nämlich extra die Speichern-Funktion heute mal ausgemacht. Das normalerweise speichert es ja alle 5 Minuten. Ich habe das jetzt umgestellt auf 10 Minuten, auf 30 Minuten, so dass mir das nicht überspeichert, weil wenn ich jetzt halt auf dem Weg dorthin bin und sollte dann nicht das finden, was ich finden möchte, dann wird einfach neu geladen. Dann spare ich mir diesen Zurückweg. Bin ich jetzt wirklich auf dem richtigen Weg? Ja, so ziemlich. Also ich muss eher hier hin, ne? Ja.
Ja, okay. Mal merken. Jedenfalls habe ich Material dabei, dass ich mir zum einen auch ein Bett hinmachen kann. Also zumindest eine Plattform und ein Bett würde ich aufstellen, tatsächlich. Jetzt läuft es zu weit nördlich. Das passt schon hier. So ein bisschen langsamer. Mal kurz wieder auf die Karte gucken. Ein bisschen mehr da. Na gut, es gibt auf jeden Fall sehr viel zu tun, um das noch fertig zu machen mit dem Gebäude. Und die nächste, ich nenne es jetzt mal Horde-Nacht, müsste so in 3 Tagen kommen. Ah, da direkt hier dahinter. So, schauen wir doch mal. Ich brauche meine Spitzhacke, die ich zum Glück einstecken habe. Das wäre jetzt ganz blöd gewesen, hätte ich die jetzt nicht dabei gehabt. Und? Alu. Aluminium habe ich. Das ist echt blöd, ne? Ich glaube, Blei kann ich auch überwiegend in Höhlen finden oder sowas. Warte mal, ich gehe mal in das Wiki. Gegenstandspedia, Rohstoffe. Bleierz kann durch Zerstören von Felsen in Höhlen erhalten werden. Okay, da muss ich tatsächlich in Höhlen. Ich dachte jetzt, ich müsste... Moment, jetzt halt einmal raus ganz kurz. Ich habe jetzt halt wirklich gedacht, das muss ich irgendwo abbauen. So, Spiel laden. Dum, dum, dum. Dauert halt immer ein paar Sekunden, aber es geht recht schnell. Es ist auf jeden Fall besser, als jetzt den ganzen Weg wieder zurückzurennen. Das heißt, ich werde jetzt halt noch einen... Aluminium brauche ich wirklich viel. Deswegen werde ich mir jetzt den Wagen schnappen. Und wir fahren nochmal... Oh, ich glaube, das war hier. Ich bin mir jetzt halt echt nicht sicher. War es jetzt halt hier oder... Ich glaube, das war hier. An der Stelle. Okay. Nein, nicht den Wagen stehen lassen. Ich bin mir jetzt überhaupt nicht sicher. War jetzt hier vorne das Kobalt oder war da vorne das Aluminium? Man sieht es halt leider überhaupt nicht auf der Karte, ne? Das ist das Problem. Deswegen muss ich jetzt dahin rennen. Das letzte Mal habe ich ja den Wagen leider stehen lassen, weil ich da entweder nochmal auf E gekommen bin oder auf die Escape-Taste gedrückt habe. Irgendwie eins von beiden. Ich hoffe, ich habe das Öl einstecken. Yes, Alu. Perfekt. Okay, das heißt, ich kann auf jeden Fall noch einen dritten hier platzieren. Was ich schon sehr wichtig finde. Mineralextrahierer, den drehe ich dann natürlich auch ungefähr genauso in die gleiche Richtung. So. Wir brauchen unsere Barren. Achso, alles nehmen. Alles nehmen. Geht nicht alles, aber ist okay. Gut. Dann packe ich hier einmal das da rein, Strom an. Dann kann das nämlich loslaufen. Dann nehme ich mir hier mal alles mit und ich nehme hier mal alles mit. Wir brauchen nämlich für die... Warte mal, das... Das lasse ich dann da mal drin, weil dann könnte ich das gleich nochmal... Ne, ich lasse auch das hier jetzt bei mir in der Tasche, weil ich bin nicht so schwer beladen. So, dann können wir hier das Wetter durchlaufen lassen. Was auf jeden Fall schon mal super ist. Wir können das Aluminium dann gleich mal zum Schmelzen angeben. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal in die Höhle.
Da schnappe ich mir dann einfach mal eine Kiste, wo ich dann das ganze Zeug reinschmeißen kann. Ach, könnte ich doch gleich machen, oder? Ich habe den Wagen jetzt zwar dabei, aber das ist ja egal. Ich finde es halt nur sakrisch dunkel, ne, in diesen Höhlen. Das ist halt das Einzige. So. Ja gut, dann lasse ich die Sachen doch da. Oder? Naja, das ist eigentlich egal. Eigentlich ist es egal. So, ich hoffe jetzt halt nur, dass ich auch hier Vorkommen finde. Ach, die kann ich nirgends abstellen. Ich kann die nirgends abstellen. Das ist ja blöd. Naja, gut. Dann mache ich es doch so, dass ich die Erze drin lasse in der Kiste, weil sonst... Sonst bin ich nämlich schon überladen gleich am Anfang. So, dich damit hin. So, die tue ich dann auch nochmal raus. Den Zement tue ich nochmal raus. Wie schaut es von den Werten aus? Ist eigentlich in Ordnung soweit. Ich kann mir jetzt mal schnell hier was zu essen reinpfeifen. Ich esse dann auch mal die eine Dose. Ist mir jetzt eigentlich egal. Gleich mal was trinken. Und schon passt's, ne? So. Die Dinger da kann ich, glaube ich, nicht abbauen, ne? Nein. Die Dinger kann ich nicht abbauen. Also ich muss tatsächlich Felsen finden. Pilze kann man ja immer mitnehmen, ne? Ah, hallo. Da haben wir ja schon gleich den ersten Kandidaten. Bleierz, Bleierz, kleiner Stein. Mal da hinten reingucken. Nö. Da ist nix. Am besten immer links halten, dann kann ich mich nicht verlaufen. Da ist nichts weiter. Da hätten wir nochmal einen Stein, jawohl. Weil wir brauchen auf jeden Fall das Bleierz. Cool. Ja, das ist gut, wenn es immer zwei Stück gibt, dann ist es schon mal nicht schlecht. Die Höhle hier ist halt riesig. Ich war da schon mal ein bisschen länger drin und das, ey, die geht ja ewig weit rein. So, und da ist natürlich dann auch das Lustige, wenn man Feinde aktiviert hat, dann kommst du halt hier auch immer wieder mal mit einem Skorpion in Kontakt. Lag da was? Nö. Ich hoffe, das waren jetzt die einzigen zwei Felsen. Hallo? Nirgends ein Stein. So, jetzt ganz blöd hier. Sackersee. Zum Glück habe ich doch recht viel Ausdauer. Sag mal, gibt es da echt nur so wenig Stein? Das ist ja übel. Zack. Gleich wieder mitnehmen. Weil für irgendwas kann ich die auf jeden Fall brauchen. Und wenn es nur zum Kochen ist. Lass noch in die Mulde hier schauen. Ist ja wirklich übel. Jetzt muss ich mal gucken, wo ich auf der Karte bin.
Hat die Höhle ein Ende? Ich denke doch. Irgendwann werde ich ja auch wieder zurücklaufen. Wenn ich nicht gerade jetzt schon auf dem Rückweg bin, es fühlt sich zumindest so an. Ich glaube, ich bin jetzt auf dem Rückweg. Ah, hallo. Moment, dann schaue ich jetzt wirklich mal auf die Karte. Also die geht schon echt tief rein, muss ich sagen. Fackel. Oh, da waren sogar drei drin. Cool. Freut mich. Also solche Höhlen haben immer irgendwas Gruseliges, finde ich. Ich weiß nicht, wie es da euch geht. Und ich denke mal, wenn das auf einem schwierigeren Grad gespielt wird, dann wird das auch nicht so leicht sein, hier einfach mal so durchzurennen. Naja, einfach nur Sackgasse. Aber das Gute ist, im Grunde ist es nicht so stark verwinkelt und auch das, dass man ja auf der Karte sieht, wo man sich befindet in etwa, kann man auch den Ausgang immer finden. Also die ist jetzt nicht so ewiges Labyrinth oder sowas. Aber tief ist er halt. Ja, ich würde sagen, das war's, ne? Geht schon wieder raus. Sackgasse. Schade, dass so wenig ist. Ich hätte jetzt ja schon gedacht, dass da ein bisschen mehr zu holen ist. Nehmen halt zumindest alle Pilze mit, ne? Na dann. Wie viel ist jetzt die Ausbeute? 4, 8, 12, 13, 14 Stück. 14 Stück ist doch eigentlich nicht mehr so verkehrt. Die haue ich natürlich auch gleich in den Ofen, das ist klar. Dass die durchlaufen, weil ich brauche die da oben. Ich schnapp mir dann auch gleich das, was ich schon habe. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Zack, dann können wir die schon mal laufen lassen. Da habe ich noch 4. Was habe ich da noch drin? Die zwei kann ich noch mit reinhauen. Ich muss auch tatsächlich nochmal Eisen schmelzen, weil ich ja alles im Grunde verbraucht habe an Eisen, was ich hatte. Von daher, das passt schon. Dann tun wir... Halt, das geht ja nicht. Die muss ich ja im 5er Stack hinschieben. 4. So, und dann halt noch hier. Passt. Das passt schon. Gut. Schau mal, ich habe eine Dose einstecken. Gehen die Dosen auch kaputt? Weil, so wie ich das jetzt bis jetzt gesehen habe, doch, bekommt man die auch wieder, ne? Ich habe schon überlegt, ob ich die nicht mehr anbaue, weil ich kann mich ja enorm schnell bei dem, mit diesen Melonen kann ich mich ja hochpimpen, wenn man so will. So, ernten. Ran an den Tisch, zack, zack, einmal die Dose herstellen, Dose, zack, zack und herstellen. So, dann haben wir nämlich gleich wieder zwei. Das passt. Proteinmäßig müsste ich jetzt mal
Mischen wir jetzt mal den getrockneten Fisch. So, weil dann sind wir nämlich von den Werten schon wieder mal ganz oben. So, Nägeldosen, habe ich da irgendwas einstecken? Nein. Hier habe ich jetzt im Grunde den ganzen Lehm drin. Apropos Lehm, das sollte ich auch mal ganz kurz gucken, dass ich die einschalte, die Maschine, weil wenn jetzt die Sonne scheint, ne, gleich mischen lassen. So, die Steine schmeiße ich jetzt da mal mit rein. Das Kupfererz tue ich nochmal da in die Kiste. Dann ist auch gut. So. Ach, eingegebene. So, ist da schon was fertig? Nein. So. Ich muss... Habe ich einen Speer? Nein, habe ich nicht. Geh halt raus. Da hätte ich eine Katana. Oh, ich habe gar keinen Speer mehr. Okay, dann machen wir gleich mal einen Speer noch. Und dann habt ihr mir auch empfohlen, ich solle auf jeden Fall ein Schleifgerät machen. Stahlspeerspitze, Stock und Pflanzenfasern. Ein Stahlbarren. Okay, so viel dann dazu. Dann mache ich mir einen Knochensplitter eben. Knochensplitter müsste ich irgendwo drin haben. Hier. So, einen Knochensplitter. Dann Pflanzenfasern waren es, glaube ich, jetzt drei. Aber ich nehme mal fünf raus. Auf Nummer sicher gehen. Stöcke. Nochmal draufschauen, Gegenstandswiki. Ein Knochensplitter, drei Stöcke, fünf Fasern. Zack, zack, Knochen. Ach, das hasse ich ja wirklich, ne? Das hasse ich ja wirklich. So, Stöcke, Fasern, so, Knochenspeer, gut. Geh raus aus dem Menü, Zfix. So, ich tue mal ganz kurz die Spitzhacke weg, dass ich da die Fackel nochmal aufheben kann. Ich meine, die bleibt ja liegen, aber trotzdem, es muss nicht sein, dass ich die liegen lasse. Kannst du bitte die Spitzhacke nehmen? Da. So, gut. Dann hätte ich jetzt einen Speer. Dann können wir noch mal ganz kurz tauchen gehen. Weil gerade jetzt halt, wenn es hell ist, ist es eigentlich ganz gut. Und dann sieht man wenigstens auch was. Ansonsten, wenn es so regnerisch ist oder sowas, dann... Ups. Na komm, schnapp ihn dir. Ah, da habe ich echt viel Platz, ne? Sie fix. Also ich finde es ein ewiges Gestoche. Ey, sag mal. Kannst du den jetzt mal erwischen? Das gibt's doch nicht, oder? Habe ich schon gesagt, dass ich das Fischen hasse, aber es geht halt wesentlich... Ey! Es geht halt wesentlich schneller als das Jagen. Wobei, so wie ich mich gerade beim Fischen anstelle... Okay, mal ein bisschen sortieren, weil da kriegen wir auf jeden Fall gut was raus. Also eigentlich sind die Forellen noch am besten, wenn man die erwischt. Die den wenigsten Platz wegnehmen. Oh, ey, kannst du jetzt den blöden Fisch hier... Na also. Ja, schön.
bin ja schon froh, dass die nicht so ängstlich sind, die Fische. Ey. Ja, komm, das reicht. Mir geht es jetzt nämlich darum, dass wir ein bisschen was haben für die Verrottungskisten. Jetzt muss ich nur erst einmal das ganze Zeug hier rausschmeißen und dann eben auch farmen. Ich finde es grafisch halt schön gemacht, das habe ich aber glaube ich schon mal gesagt, ne? Also heutzutage, was die mit Games machen, das ist der Hammer. Ich bin immer wieder begeistert. So, perfekt. Damit haben wir dann alles. Würde ich sagen, schmeiße ich die Sachen mal hier kurzerhand rein. Dann kann das Zeug nämlich verrotten. Dann hätten wir wieder auf jeden Fall einiges für das Öl. Die brauche ich für irgendein Rezept. Ich weiß jetzt nicht welches, ist auch total egal, ist total Latte. So, wir haben die Barren fertig. Cool. So. Ich hätte nur das Blei nicht machen sollen. Oh, verdammt. Ich hätte das Blei nicht machen dürfen. Ich brauche das Blei ja als Rohblei. Als Rohmaterial. Ah, da war ich jetzt wieder zu flott. Zu schnell irgendwie. Ist egal. Werden wir auch irgendwann verbrauchen können. Hoffe ich. So, halt. Ich wollte die da noch mitnehmen. Weil ich brauche die zum Mischen mit Eisenerz, dass wir Stahl kriegen. So. Wir brauchen tatsächlich noch 2 Bleibarren und 3 Aluminium. Tja. Das wird ein bisschen dauern. Alles nehmen. Das lasse ich drin. Gehen wir nochmal am Schmelzofen. Wir hauen natürlich das Aluminium rein. Zack, wir hauen das Kupfererz rein. Warte mal, ich habe ja da noch ein Kupfererz drin. Ein Kobalt und ein Kupfer. Und, tja, ist nichts weiter, also Stein. Und gib ihm einmal zündern. Die Steine mal ganz kurzerhand hier rein. Tue ich das Eisen jetzt mal da rein. Dann nehme ich mir nochmal 3 von den Barren. Jawohl, da kann ich auch warten, bis das Ding durchgeschürt ist. So, dann tun wir mal das hier mit raus. Jetzt habe ich den Lehm innen vergessen, ist ja klar. Den habe ich auch dummerweise in die Kiste hier rein. Das Blöde ist ja immer, dass du die dann so einzeln rausnehmen musst. Das dauert natürlich immer ewig. Wobei es als schneller geht, als das Ganze einzeln rausklicken. So, machen wir gleich mal einmal Sand, einmal Lehm. Wir werden hier nämlich echt viel brauchen, deswegen bin ich schon am Herstellen vom Zement. So, wie weit seid ihr? Fehlt nicht mehr viel, okay. Dann schauen wir da mal ganz kurz. Oh, yes. Das ist gut. Gleich mal hier die Kiste voll machen. Gleich die nächste Kiste voll machen. Und das habe ich halt die ganze Zeit gemacht, ne? Also von daher, dass ich vorproduziert habe, liegt halt wirklich daran, dass ich so viele Sachen hier so machen muss. Mit hin und her rennen und herstellen und ihr wisst schon, was ich meine. So. Kupfer, Kupfer, Kupfer. Ansonsten alles dann mit Stein einmal auffüllen. Dann gleich wieder Feuer geben. Ich bin halt wirklich dann zum Baumfällen gerannt. Ich bin dann
hier hin und her gerannt, also das war schon sehr viel Rennerei. 4 Stück. 6, 7, 8, 9, 10. So, weil dann kann ich das jetzt einfach auch nochmal durchlaufen lassen, weil Eisen brauchen wir auch. Habe ich tatsächlich jetzt halt einen Stein vergessen? Da. Gut. Kohle, wie gesagt, wir haben viel. Das hat mir ja auch irgendwer reingeschrieben, dass ich mit Kohle nicht unbedingt sparen muss, weil das wirklich sehr viel ist. Yes, und das erste Windrad ist fertig. Muss ich pusten oder was muss ich da machen? Dreht sich ja extrem langsam. Kann das sein, dass das eben mit Strom zusammenhängt? Der Mischer braucht 40, eingegangener Strom 40, 40, Windturbine 20. So, da ich jetzt überhaupt keine Ahnung habe, aber ich es einfach vermute, diese Solarbatterie, ich denke mal, dass die eben auch Strom speichern kann, während ich quasi nichts laufen lasse. Hier habe ich halt nichts drinstehen. Es ist aber okay. Ich würde sagen, dass ich mal eine von denen hier Aufbau. Solarbatterie. Ich meine, das muss ja dann irgendwie mit dem Solarmodul zusammenhängen, dass ich da eventuell das Ganze speichere. Ich weiß es nicht. Das wird sowieso ja alles noch umplatziert. So. Wir brauchen noch 4 Bleibarren, 2 Kupfer. 4 Blei, 2 Kupfer und Elektrikteile. Entschuldigung. Nimm einfach mal mit. Und Elektrikteile. Edelstoffe, Verbände, Namen eingeben da. Ich glaube, es waren 2. Ich nehme jetzt mal mehr mit. Okay, was fehlt? Tatsächlich ein Elektrikteil. Da muss ich halt auf jeden Fall noch halt einiges herstellen. So, damit ist die fertig. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich da irgendwas sehe. 4 Strom, 40. Gelagerter Strom. Ah. Und Stromkapazität ist 1004. Das heißt, wenn ich die Windturbine aufgebaut habe, dann speichert mir... Ach, das ist cool. Das ist cool. Ehrlich. Mal mit. Hallo, Hammer nicht. Die dreht sich nur so langsam, ne? Das ist halt einfach so. So. Wir brauchen jetzt quasi nur noch die 10 Aluminiumbarren, dann können wir das Ding auch fertig machen. 20. 20 mal Aluminium. Ja, und das braucht natürlich noch ein bisschen. Aber das ist schon mal cool. Mit dem gelagerten Strom. Eingehender Strom. Verfügbarer Strom. Das ist cool. Okay, dann sind so die nächsten Sachen. Der Schleifer. Platzierbares. Verbesserte Werkbank. Chemietisch. Sonstiges. Schleifrad, Schärfstahl und Eisenwerkzeuge. Aber da gab es doch nochmal... Steinmühle war auch nochmal genannt, dass ich das machen soll.
Den Kohleofen muss ich natürlich machen. Aber Kohleofen ist ja, glaube ich, nur dafür da, dass ich Kohle herstelle, wenn ich jetzt halt nicht falsch liege. Die Ölpumpe muss man natürlich auch noch irgendwann bauen. Es gibt vieles zum Bauen. Aber ich dachte, dass das Schleifrad Strom braucht. Ja, ist eigentlich egal. Packe ich es einfach mal dahin und fertig. So. Wir brauchen 10 Steine, 12 Bretter. Alte Bretter. Zwölf. 10 Steine. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfekt. Dann hätten wir da nämlich schon mal. Dann haben wir 6 Eisenbarren und 6 Mechanikteile. Sechs. Und super. 5 Eisenbarren. Gleich würde drauflegen. So, naja, um Eisen komme ich jetzt aktuell nicht drum rum, ne? Da muss ich schauen, dass ich doch gleich produziere wieder. Ich mache aber den, ja, obwohl, lass ihn laufen, ist egal. Tun wir die 5 da noch drauf. Dann nehme ich mir hier noch das raus. Das ist jetzt eine reine Kohlekiste hier, ne? So, einfach da mal mit draufschmeißen, weil wir brauchen Eisenbarren. Dann passt es schon. So. Gleich nachladen. Perfekt. So, ach was. Dann kannst du den auch gleich laden. Wenn wir schon dabei sind, ne? So. Passt. Du kannst gleich wieder mischen. Was fehlt hier? Da fehlen noch 2 Kupferbarren. Da habe ich auch die Lampe noch nicht fertig gemacht. Habe ich eigentlich extra hier platziert, dass es alles ein bisschen heller wird. Ist halt an. Ja. Perfekt. So wird. Oh Mann, wir sind schon wieder bei 38 Minuten. Okay, weitergehen. Tut's beim nächsten Mal. Ich möchte die Windturbinen auf jeden Fall noch fertig machen, da hinten fertig machen. Es könnte durchaus sein, dass ich jetzt halt hier schon mal die Hölzer dran klatsche, dass wir das schon mal haben und wir dann das nächste Mal eben nochmal Alu holen und eventuell nochmal Blei holen und so weiter. Genau, das Ding habe ich schon mal verstärkt gehabt. Ich weiß jetzt gar nicht, ich glaube den Beton, ja, den kann ich auch bewegen, ne? Das ist perfekt. Dann kann man nämlich das Ganze auch ein bisschen mit Beton verstärken. Ich werde wahrscheinlich den Angriff von den Vampis mal umstellen auf, habe ich es jetzt auf 5 Tage, auf 3 Tage, ich weiß es nicht, auf jeden Fall auf die kürzere Zeit, sodass wir hier noch ein bisschen genervt werden, zumindest alle 3 Tage dann. Genau, wenn es euch gefallen hat, lasst mir auf jeden Fall ein Like da, lasst mir Kommentare da und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende, was auch immer. Ciao, ciao.